Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Hauptmatch von Fastlane, zum Triple Threat Match, was ich jetzt zum zweiten Mal aufnehme, dadurch, dass Dean Ambrose natürlich nochmal sein Intercontinental Championship verlieren muss, damit er verteidigt wird bei Fastlane. Ja, und jetzt alle Herausforderer für WrestleMania. Ja, ich war der Meinung, dass ich mal die Entrances durchlaufen lasse, weil dieses Match einfach so göttlich ist. Schon dieser Blick zu Dean Ambrose immer. Ja, das ist das Hauptmatch von Fastlane. Ja, da fehlt das Feuerwerk irgendwie, was er sonst immer kriegt bei den Hauptevents. Naja. Also, dann geht's los, das Triple Threat Match for the number one contender at WrestleMania. So, ja, beide gehen auf Brock Lesnar, weil sie sonst anders nicht gewinnen können. Nein, wir haben uns für Roman Reigns entschieden. Ich war zwischenzeitlich der Meinung, dass Dean Ambrose das Ding gewinnt, dadurch, dass er so sozusagen wieder mal die Kopfspielchen spielt. Und aber dadurch, dass Tobi von den Spanatikerspasten, kennt ihr sicherlich noch, oder auch bei FIFA immer dabei war, oder bei Pack Openings, der meinte zu mir, jo, hier, Roman Reigns soll angeblich bei WrestleMania gegen Triple H kämpfen, aber auch gleichzeitig ein Championship-Match kriegen. Und wie geht es besser, als dass Triple H der Champion ist und Roman Reigns im Hauptmatch von Fastlane steht? So. Ja, und warum ich vorhin gesagt habe, ich darf das Ding nochmal aufnehmen, und zwar, weil Dean Ambrose bei Raw noch ein Fatal oder ein F5 abbekommen wollte und Stephanie McMahon dann gesagt hat, Junge, du kriegst ein F5, aber in einem Fatal 5-Way. So, und daraufhin hat dann Kevin Owens gewonnen, der dann auch ein Titelmatch hier bestreiten muss, was dann vor 2 Tagen, glaube ich, kam. Was ich dann auch nochmal aufnehmen durfte. Das war schon knapp, ne? Nein, das ist meiner.
Und ja, Tobi meinte, es wird ein sozusagen Einzelmatch zwischen zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar, dadurch, dass Dean Ambrose eigentlich nur da so eine Lusche dazu beiträgt. Also sozusagen das Match zu 10% vollendet und die restlichen Prozent sind Roman Reigns und Brock Lesnar. Alter, greif mich nicht an. Ja, ich bin der Meinung, dass es ein Handicap-Match wird. Also zumindest am Anfang, wo dann Brock Lesnar von den beiden besiegt oder erstmal ausgenockt wird. Und dann wird das zwischen den beiden ausgetragen. Hallo? Ja. Ja, und das, was ich auch cool fand, ist, dass Roman Reigns hat ja gesagt, ja, Dean Ambrose hat zu Roman Reigns gesagt, ja, eigentlich muss ich ja nur dich pinnen, wenn es so ist, so wie du sagst. Und er sagt Roman Reigns, ja, wäre aber auch gleichzeitig das erste Mal, ne? Das stimmt ja auch, Survivor Series, dann Payback. Was gab's noch so? Irgendein Match? Gab's noch irgendein Match? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Irgendwie immer so in der Richtung. Und, ja. Ich glaube auch, dass irgendjemand durch den Tisch krachen wird oder so. Vielleicht Brock Lesnar, aber vielleicht auch irgendeiner von den anderen. Vielleicht kann sich aber auch Brock Lesnar, der scheint ja der Favorit zu sein, meinten die meisten oder auch die Kommentator. Aber das glaube ich jetzt nicht so sonderlich. Also klar, er hat was mit Triple H da zu tun. WrestleMania 19, war das 19 oder 9? Nee, ich glaube WrestleMania 29, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall New York da. Da gab es ja das Match zwischen Brock Lesnar und Triple H. Ich glaube, das waren... Das war ein No Holds Barred Match um die Frau Stephanie McMahon und da hat Triple H gewonnen. Also wer gewonnen hat, der hätte dann Stephanie McMahon als Frau gehabt. Also hätte Brock Lesnar gewonnen, hätte Brock Lesnar Stephanie McMahon als Frau gehabt. Auch wenn Stephanie McMahon das nicht gefällt und die glaube ich auch was dagegen getan hätte. Aber Triple H hat sein Pedigree am Ende gegen einen oder auf die Stahltreppe gegen ihn gemacht und dann gewonnen. Ja. da gibt's eigentlich nie mehr viel zu sagen dazu. Ja, das Schöne ist, ich habe das Match schon mal aufgenommen und dann habe ich schon mit Roman Reigns gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt verliere, darf ich es nochmal machen. Dann könnt ihr mich mal alle. So, wäre jetzt nett, wenn einer von euch mal reinkommen würde. Superman Punch! Der versucht ihn da immer reinzuwerfen, aber der kriegt ihn da nicht rein, so dumm wie der ist. Ja, komm. Finisher! Schnell, pin! Das wär's jetzt. Im letzten Match habe ich nämlich den F5 von Brock Lesnar abgestaut. Nein! Ich glaube auch nicht, dass es nach einem ersten Finisher vorbei ist. Aber da hat nämlich Brock Lesnar ein F5 gegen Dean Ambrose gemacht und ist liegen geblieben und ich habe dann schnell pin! Und ich habe dann Dean Ambrose gepinnt und habe dann gewonnen. Ja! Roman Reigns geht zu WrestleMania! Nice! Sonst hätte ich noch einen Finisher gegen Dean Ambrose gemacht. Ja, jetzt schon! Okay, das war jetzt ziemlich schnell. Naja, macht nichts. Das wird in echt nicht so schnell ausgehen. Ja, was ich noch sagen wollte, ich dachte zuerst, dass es heißt Roman Reigns gegen AJ Styles, dadurch, dass AJ Styles beim Royal Rumble schon so durchgedreht ist und dann auch noch das erste Match gegen Chris Jericho gewonnen hat. Dann kam nämlich so, ja, im Hauptmatch von Fastlane steht Roman Reigns. Und dann dachte ich, jetzt kommt Tyler Breeze. Und jetzt kommt AJ Styles und dann kam Dean Ambrose and the Beast Brock Lesnar. Und am Anfang eben, ich habe auch so das Video so geil kommentiert, wo Dean Ambrose noch Champion war. Auch mit so am Ende, am Anfang so, es heißt Brother gegen Beast. Naja, Roman Empire wird bei WrestleMania gebildet. Naja,
ja, ich dachte, dass AJ Styles seine Chance schon, also er hat sie ja ganz am Anfang schon bekommen, um den WWE World Heavyweight Championship, vor allem wie er da auch noch ganz leicht gelaufen ist, so hochgetragen, dann reingegangen, ja. And he's going to WrestleMania. Ja, wir sehen uns dann bei WrestleMania 32 in Dallas, Texas. Und bis dahin, macht's gut. Das ist ja nur noch in 2 Wochen. Also, ciao.